Op de vierde kon. En die dikke jet komt de eerste loper. We schauen maar. Ik zie aan de zicht. Ik zie Steffen de Burger. Herzlich willkommen. Dat is wunderbar. Jetzt muss ich mal. Und wie gesagt, Stefan ist im Ziel, gefolgt von Georg Dietrich, hier beim Final-Ziellauf in Bensersiel. Auch dir, Georg, ein herzliches Dankeschön und herzlich willkommen beim Ziellauf in Bensersiel. Viele Etappen gewonnen, eine hatte Stefan gewonnen und jetzt hat er diese letzte Etappe gewonnen. Wir schauen nachher mal, was das Ergebnis bringen wird nach dieser sechsten Etappe Ossiloop 2011. Das war ein Finale. Darf ich schon mal eine Frage stellen? Stefan, wie war's? Ja, schön, viele Fans an der Strecke. Aber war wieder ein enges Ding und ja. Abgekämpft. Georg, wie geht's dir? Ja, nicht so gut leider, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Hast du irgendwie körperliche Probleme, oder? Ja, wahrscheinlich einen blockierten Rücken, aber Stefan ist ein super, super Ossiloop gelaufen. Das hat damit nichts zu tun, das ist sensationell, Stefan. Hätte ich niemals gesehen. Aber Dankeschön, Georg, dafür. Aber ich denke, die beiden Jungs kriegen nochmal einen riesigen Applaus, denn sie sind die Top-Läufer hier beim Ossiloop 2011. Wie die weiteren Läufer, die jetzt ins Ziel kommen gleich hier. Ja, liebe Besucher, ich denke, der Applaus, der muss noch mal ein bisschen mehr branden, auch für diesen beiden Jungs. Stefan und Georg, euch nochmal ein Dankeschön, alleine schon für die Teilnahme am Ossiloop. Liebe Besucher des Ossiloop, wir erwarten hier fast 2000 Läuferinnen und Läufer. Was ist denn das für eine Frage? Kommt da noch einer? Ich sehe da jemanden. Und dann ist man kennt ihn, der kommt aus Aurich. Genau, auch einer der Läufer. Kalle kommt, Schwerinsdorf, da kommt Bertolt Lütcher. Der Frank Schröder, er ernährt sich von Jägermeister und Bier, hat er erzählt im Fernsehen, um zu laufen. Hallo Janis, Dankeschön, er kommt von Polizano im Audi, das Gymnasium an der Verlierungsstraße. Wir begrüßen den nächsten Läufer mit der 1284. Hallo Rainer, Dankeschön, Firma Erdekorn mit Geri Thomas im Ziel und der Wilfried auch in grün gekleidet. Da kommt Clemens. Clemens ist derjenige, ein Triathlet von MTV. Er ist letztens der Vizemeister geworden im Dualauf. Marc Oliver, auch einer der Triathleten, der zu dieser Truppe wird. Nicole auf Platz 5, wenn ich das richtig weiß, in der Gesamtwertung, auch schon im Ziel angekommen. Wir begrüßen den Klaus von der UPW und da kommt der Nächste. Bitte abbremsen, ihr seid im Ziel. Und nochmal zum Hinweis, eine Gasse bilden für alle Läuferinnen und Läufer, damit hier vernünftig die Versorgung wird.
Also. Leer. Bist du fit? Ja, bin ich. Denke ich. Bist du denn auch für morgen fit? Ich denke, ich bin fit für die Ehe, ja. Was hast du denn morgen vor? Heiraten. Wo ist denn die Angetraute, oder die du morgen zu deiner Ehefrau machen willst? Ja, ich denke hoffentlich zu Hause. Ist sie gar nicht hier? Ist sie hier. Was macht die denn zu Hause? Hochzeitskleid anprobieren? Vielleicht. Vielleicht kommt sie noch mit der Polizeieskorte hierher. Wir bedanken uns bei Holger. Holger, dir ein Dankeschön, dass du beim Ostfriesland mit dabei warst. Dir morgen viel Glück und denk dran, du fährst morgen in den Hafen der Ehe. Und zwar in Leer. Und arbeite bei der Polizei. Dankeschön auch für die Teilnahme beim Ostfriesland. Mach weiter so, wir sehen uns im nächsten Jahr. So.